ganz langsam. Oh Gott. Ja, hallo Freunde, willkommen zurück bei dem brandneuen DLC von Little Nightmares. Wir spielen die Residenz der Herrin und ja, haben in der letzten Folge hier die Figuren zusammengesammelt. Ja, daraufhin ging die Tür auf und jetzt schauen wir mal, was uns im nächsten Raum erwartet. Okay, wieder ein Spiegel. Bin ich gespannt. Ja, ist bestimmt hier auch wieder die Herrin gleich unterwegs. Sie macht ja alle Spiegel kaputt irgendwie, weil sie... Ja, weiß nicht. Hat ja so eine Maske immer auf. Vielleicht will sie sich wirklich nicht selber sehen. Zumindest wenn die Maske irgendwie runter ist. Keine Ahnung. Okay, hier sind schon wieder überall Koffer. Schauen wir erst nochmal. Ups, Licht an. Gibt's hier noch irgendwas? Irgendwas versteckt? Da hoch mal? Nee, ist nix. Okay. Überall die Glasscherben. Juhu! Ah! Oh Gott! Ich sehe das? Nee. Oder doch? Nee, das ist eine Puppe. Oh Gott! Jetzt geht schon wieder los. Sonst hat man die ja immer relativ gut trotzdem erkannt, auch wenn man trotzdem erschrocken ist. Aber sie schaut es ja schon wirklich sehr nach Herrin aus. Und der Controller vibriert auch. Ihr hört es vielleicht auch. Oh mein Gott, da ist sie. Da ist die Herrin. Oh. Okay, sie hat jetzt echt die Maske runter. Und ist richtig alt. Und verzweifelt wahrscheinlich. So, man hat ja im vorletzten Part oder so hat man ja ein Bild von ihr wahrscheinlich gesehen, wo sie noch jung war und hübsch. Und ja... Jetzt ist er halt doch älter. Wir gehen mal ganz langsam. Da! Ah. Oh Gott. Licht an. Okay, Spiegel ist kaputt. Okay, wundert mich, dass sie jetzt uns nicht angegriffen hat. Sonst war sie ja immer eher so, oh. Aber jetzt ist sie vielleicht echt erschrocken, weil man sie... Geht hier hin irgendwas? Weil man sie das erste Mal ohne Maske gesehen hat. Ja, da wollte sie jetzt gar nicht länger angreifen, sondern ist lieber abgehauen. Okay, sehr gut. Dann schauen wir mal. Ja gut, die Maske hat sie aber jetzt wieder mitgenommen. Ne? Das heißt, die hat sie jetzt wahrscheinlich wieder auf und... War auch schon wieder kaputter Spiegel. Das heißt, jetzt ist sie wahrscheinlich auch wieder gefährlich und rennt nicht weg. Nein! Oh Mann, ja okay, also zurück ist schon mal nicht. Oh Gott, die ganzen Puppen. Bleib da! Wobei, nee, eigentlich will ich lieber weg. Aber die hat sich jetzt auch komisch bewegt, ne? Also als wäre sie irgendwie so auf Rollen unterwegs. Schauen wir mal. Koffer. Okay, sie kreist um uns rum. Bis jetzt ist sie hier noch nicht irgendwie in Angriffsmodus. Ah, okay, eine Tür. Na, da kommen wir doch. Kommen wir da. Ah, komm, einmal noch. Ja, nee. Kommen wir nicht ran. Oh Gott, und er ist schon wieder total außer Atem, rennt hier schon gegen die Wand. Flasche. Das ist ja schon mal was. Mach schnell wieder an das Licht. Schaut er sich da auch immer die Dinger an, was er da rauszieht. In der Situation würde ich es ja, glaube ich, echt lieber erstmal einpacken, Taschenlampe an und raus hier. Können wir uns später immer noch angucken. Okay, also hier geht irgendwie nichts. Geht da hinten noch was? Nee, geht auch nicht. Okay. Waren wir hier schon? Aha, nee, Gott. Hier, nee, hier waren wir noch nicht.
Oh mein Gott. Okay, hier ist wieder eine Türe. Na, können wir durch die durch? Wir waren ja schon fast durch. Nee. Okay. Ah, aber hier geht's rein. Okay, sehr gut. Und dann gehen wir halt da lang. Wieder ein kaputter Spiegel. Sehr gut. Oh, was jetzt? Sag ich schon, die Tür ist zu. Ah, nee, aber die Tür ist jetzt offen. Schau mal hier nochmal. Nee, da ist nix. Ja, dann gehen wir halt rein. Oh, weiß nicht, ob ich das will. Da hinten ist. Da hinten ist irgendwie komisch. Ich gehe mal lieber hier. Hier. Oh Gott. Oh nein. Nein, mach doch irgendwas. Licht an, Spiegel. Ja gut, aber... Da hat man jetzt nicht wirklich viele Möglichkeiten, irgendwas anderes zu... Was ist jetzt? Nein, das gibt's ja nicht. Wie cool, wir sind ein Wichtel. Schaut euch das an. Wir sind ein trauriger kleiner Wichtel. Ja, wobei der jetzt, also wir hüpfen. Oh mein Gott, ich hab's ja im allerersten Originalspiel, wo ich gemeint habe, oh, wäre das cool, wenn die ein DLC rausbringen, wo man als Wichtel unterwegs ist. Ja, sehr gut. Oh, ich will da gar nicht weiter, ich will jetzt einfach nur mit dem Wichtel hier rumhüpfen. Okay, aber das ist eben, also hier die Klamotten, die sind ja hier von Kit. Und das war, glaube ich, so an den Füßen dran, ne? So... Und ja, also das heißt, Kit ist jetzt wirklich irgendwie aufgelöst oder weg und wir sind, sie hat uns in den Wichtel verwandelt. Wie cool ist das? Hallo, Herrin. Okay, kommen wir wieder zurück. Ja, blöd ist jetzt nur, wo ist die Taschenlampe? Die hätte ich jetzt natürlich trotzdem gerne, weil viel heller ist es jetzt hier ja nicht gerade geworden. Aber, ach, ist das nett. Ist das cool. Komm, wir gehen mal hier rüber, da scheint es ein bisschen heller zu sein. Dann sehen wir auch ein bisschen was. Oh Gott, jetzt sind wir ja wieder... Das kommt mir schon wieder alles sehr verdächtig bekannt vor. Ja, wir hüpfen mal hier in die... Ah, da hätte man bestimmt rüber gekonnt, aber jetzt auch nicht mehr. Wobei, nee, so richtig weit hüpft er auch nicht. Kann er rennen? Oh Gott, ja, aber... So weit hüpfen ist irgendwie hier nicht möglich. Ach, oh Gott, ah, ist das schön. Hui. Da brauche ich gar nicht rüber hüpfen, ja, oder? Ah, okay. Oh Gott, und das sind die Gäste wieder, aber die haben wir... Ach nein, Gott, es ist ja... Stimmt ja. Die Story läuft ja parallel quasi zu der Story mit Six. Ja, das heißt, die sind natürlich jetzt hier auch wieder alle am Leben. Und klar schlagen sich hier den Bamst voll. Wie cool. Ja gut, aber jetzt als Wichtel ist ja eigentlich, da können wir hier wahrscheinlich einfach vorbeimarschieren. Können wir hoch, mal irgendwie Hallo sagen? Weil uns machen die jetzt, glaube ich, auch nichts, oder? Die Wichtel waren ja da immer ein bisschen da rumgelaufen und alles gut. Ah, das ist echt, das ist total Studio Ghibli inspiriert. Definitiv. So hier, Chihiros Reise und so weiter. So cool. Wenn ihr das, also übrigens, wenn ihr das Spiel mögt, ja, also schaut euch unbedingt diese Filme an. Gerade Chihiros Reise ist ein fantastischer Film und ihr werdet so vieles irgendwie wieder erkennen. Hier die, oh Gott, ja wie cool. Wir gehen mal weiter. Vor allem die Wichtel immer wie so, oh, so traurig. Ja, wenn man läuft, dann so, oh, lalala. Aber wenn man dann hüpft, lalala, lalala. Ich glaube, ich hüpfe noch ein bisschen, das ist irgendwie lustiger. Ja, und hier waren wir ja auch schon unterwegs als Six. Oh, schön. Ich hoffe, das hört nie... Oh, was ist da? Eine Puppe? Können wir die nehmen? Also ich... Nicht, dass ich... Also ich erahne da so eine Puppe. Ihr seht sie wahrscheinlich gar nicht mehr dann hinterher. Aber irgendwas sitzt da am Boden. Ja, okay. Dann gehen wir mal ganz traurig wieder zurück. Können wir hier irgendwie runter? Geht da irgendwas?
Ach, nett, schaut mal. Ach, oh Gott. Ach, wir hüpfen noch ein bisschen. Gut, Aufzug brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht probieren. Weil irgendwie groß was nehmen. Das da hinten. Können wir nicht, ne? Wir können die Dose nur irgendwie wegkicken. Mehr geht da nicht. Gehen mal hier rein. Hier waren wir auch schon drinnen, ne? Als Six. Na klar. Da musste man, glaube ich, auch irgendwas klauen oder so. Und dann sind die aufgewacht. Oder man musste aufpassen, dass sie nicht aufwachen. Ich gehe jetzt da trotzdem mal hin. Komm. Ja, schau, als Wichtel sind wir auch keine Bedrohung für die. Ja, oder wir stehen einfach nie auf der Speisekarte. Das kann natürlich auch sein. Weil was die da so essen, man weiß es ja nicht so wirklich. Ne? Man hat ja so ein bisschen schon den Eindruck, dass die Kinder, die sie da gefangen haben, dass die da irgendwie verarbeitet werden. Aber so hundertprozentig weiß man sich. Ach komm, wir kicken jetzt mal die Dose. Die kriegen wir doch aufgeweckt, oder? Die Jungs hier. Weil das für mich jetzt ja mal schon... Das reizt mich jetzt ja schon. Oder können wir die da runterrollen? Komm, das probieren wir jetzt mal. Oh Gott, ein bodenloses Loch. Zumindest hat man nicht gehört, dass es da irgendwo runtergeht. Nein! Können wir denen so eine Wurst klauen? Wobei, nee, eigentlich will ich sie nicht. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Wollen wir da doch mal runterhüpfen? Irgendwie gibt es hier sonst auch nichts mehr. Komm, wir hüpfen jetzt hier mal runter. Ah ja, schön. Boah. Jetzt hatte ich ja, ich hatte ja schon gehofft, dass man jetzt als Kid dann irgendwie mit Six zusammen das hier alles verlässt. Aber anscheinend hat's Kid zumindest mal nicht geschafft. Oh Gott. Na, oh nein, das ist doch... Oh, ich kann auch gerade nichts mehr machen. Nein, das ist doch der Raum, wo der Wichtel Six... Nein, bleib da. Oh Gott, wir sind der Wichtel gewesen. Nein. Oh nein, oh, das ist ja gemein jetzt. Ihr erinnert euch noch, oder? Wo der Wichtel die Wurst so hinhält. Six, wir kommen als Six dort an. Total am Verhungern. Und der Wichtel hält diese Wurst ihr hin. So, da hast du was zu essen. Und Six stürzt sich auf ihn. Und, oh nein, wir waren der Wichtel. Das gibt's ja nicht. Oh mein Gott. Errungenschaft, wir sehen uns bald wieder. Ja, ausgezeichnet. Ja, natürlich sehen wir uns wieder. Aber das scheint echt jetzt das Ende gewesen zu sein von dem DLC. Oder von dem gesamten Part Secrets of the Maw. Super cool, aber was für ein Ende, Leute. Wir sind der Wichtel, der gefressen wird von Six. Ich glaub's ja nicht. Und auch so kurz als Wichtel nur unterwegs. Ich will nochmal zurück. Mann. Aber vielleicht haben sie ja echt jetzt da ihre Art. Vielleicht gibt's im nächsten DLC echt dann, dass man als Wichtel unterwegs ist. Fände ich ja super cool. Ja, Leute. An dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hatte jede Menge Spaß mit dem Spiel bis jetzt. Mit dem Hauptspiel, mit allen DLCs, richtig cool. Immer wieder überraschende Wendungen und vor allem das Ende halt jetzt schon auch wieder krass. Habe schon gedacht, wir kommen da nochmal raus. Oh, oh, da kommt noch was. Ja, sehr gut. Boah, und da kam man jetzt auch wieder... Die haben es aber auch echt drauf, jedes Mal so, wir zeigen hier noch so ein bisschen was. Ratet mal das nächste halbe Jahr, was wir damit gemeint haben. Ja, naja, gut.
Ich bin gespannt. Ich freue mich schon wahnsinnig dann auf den nächsten Part. Wie gesagt, an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Spaß hattet, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst mir ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht ja auch bei einem der anderen Spiele. Oder spätestens, wenn es hier mit Little Nightmares weitergeht. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich glaube, ich spiele das jetzt auch gleich nochmal als Wichtel. Also, macht's gut. Bis dann und Servus.